fortsetzen mit dem Punkt 7.1. Das ist ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Die könnten ihn jetzt einbringen. Dann gibt es einen Änderungsantrag von der CDU. Der ist danach dran. Und dann gehen wir die Fraktionsrunde. Bitte schön, Frau Fiedersehen. So. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich kurz. Es geht hier darum, dass wichtige und zentrale Positionen in der Verwaltung transparent und berechenbar für uns alle besetzt werden können. Also Anlass war ja, ich sag mal, dass an zwei Stellen, das muss ich jetzt hier nicht wieder aufrollen, da haben wir ja auch schon uns drüber unterhalten, eigentlich so ein bisschen wie das Kaninchen aus dem Zylinder kommissarische Besetzungen vorgenommen wurden an ganz zentralen Stellen. Und ich denke, wenn der Stadtrat, der ja das Recht hat, bei allen Besetzungen mitzuwirken, dann sollten eigentlich auch solche Umbesetzungen nicht einfach vollkommen am Stadtrat vorbei passieren. Und deswegen haben wir ja vorgeschlagen, dass wir transparent machen, welche Positionen in nächster Zeit altersbedingt frei werden, wann wird welche Stelle ausgeschrieben, welche gleitenden Übergänge sind geplant. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass die Stellen rechtzeitig ausgeschrieben werden und dass kommissarisch besetzte Stellen möglichst vermieden werden. Und wenn es so ist, dann sollen sie in der Regel befristet sein. Da uns an der Stelle ein eigentlich breiter Konsens des Rates wichtig ist, würden wir dann auch dem Änderungsantrag der CDU zustimmen, beziehungsweise den könnten wir dann auch gleich mit übernehmen. Glaube ich, können wir das jetzt ohne, na, will ich niemandem das Wort nehmen, aber ohne sehr intensive Diskussion auf den Weg bringen. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Entscheidung. Vielen Dank. So, wird der Änderungsantrag CDU eingebracht? Herr Dr. Brauns. Dann, ich will es dann auch ganz kurz machen. Es ist ein kleiner Änderungsantrag, aber auch ein notwendiger, nämlich die Maßgabe, was auch wohl aus Rechtsgründen notwendig ist, nämlich in dem Punkt 1d den letzten Halbsatz zu streichen, der die Zustimmung der Änderung von Geschäftsbereichen des Amtsleiters, die der Oberbürgermeister vornehmen kann, so wie es ja geschehen ist, von der Zustimmung des Stadtrates abhängig zu machen. Das geht wohl nicht. Wir stimmen, und das hat Frau Filizjene richtig gesagt, dem Vorhaben grundsätzlich zu. Das heißt, wenn das übernommen wird, auch insgesamt, weil es natürlich Recht des Stadtrates ist, die Aufgaben auch wahrnehmen zu können und die ihm zustehen. Und das ist bei der Besetzung der Amtsleiter der Fall. Aber die Betonung bei den Amtsleitern liegt schon im Wortbegriff drin. Es müssen Personen sein, die fähig sind, ein Amt zu leiten. Das ist dasjenige, worum es geht. Und das macht sie dann in dieser Eigenschaft auch in dieser Abstraktheit, die damit verbunden ist, durchaus eben versetzbar in andere Möglichkeiten. Und dass diese Möglichkeit hat der Oberbürgermeister. Und die sollte er auch im Sinne einer effizienten Verwaltung haben. Und an einer effizienten Verwaltung kann uns als Stadtrat auch nur gelegen sein. Wie gesagt, das hindert nicht, dass wir unsere Rechte wahrnehmen können und müssen. Und die wären dann nicht gewährleistet, wenn vakante Amtsleiterstellen nicht zügig besetzt werden. Das wäre ein Widerspruch einer effizienten Stadtverwaltung. Und da ist es durchaus richtig, hier Begrenzungen im Sinne des Antrags einzuführen. Deswegen brauche ich es auch nicht weiter zu erläutern und um Zustimmung zu werben, wenn er vom Antragsteller übernommen wird. Bitte ich auch um Zustimmung zu dem dann geänderten Gesamtvorhaben. Vielen Dank.
rein formal mit Übernahme ist da nichts mehr, sondern das müssen wir dann abstimmen, aber es kann man ja im Prinzip dann mit Stimmverhalten artikulieren. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. SPD wird das Wort gewünscht, nein, FDP das Wort gewünscht, jetzt hast du. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir sind sehr skeptisch bei der Initiative, auch wenn man sicherlich über viele Informationen, die Sie da anfordern, das nicht verkehrt ist, und das kann man natürlich machen, das ist ganz sicher auch richtig, schnell und zügig zu besetzen, da gibt es gar keinen Widerspruch, aber dieser Antrag atmet natürlich den üblichen, nur seit einigen Jahren, dieses übliche Misstrauen gegenüber allem, was die Verwaltung macht und die Sehnsucht zumindest von einigen Teilen dieses Rates, doch möglichst bis ins kleinste Detail Verwaltungsarbeit mitzugestalten. Und das halten wir mindestens mal für kritisch. Wir haben eine klare Trennung. Die Verwaltung hat ihren Job zu machen. Wir haben unseren Job zu machen. Und es hilft dieser Stadt nicht, wenn wir bis in kleinste Details reingehen. Und in diesem Fall, und da bitte ich auch den Oberbürgermeister genau hinzuschauen, auch in Dinge vordringen, die nun mal eindeutig, Herr Dr. Brauns hat es ja angesprochen, das laufende Geschäft der Verwaltung sind. Das steht uns nicht zu, das sollten wir auch nicht machen. Das wird die zukünftigen Verfahren aus meiner Sicht nur verkomplizieren. Amtsleiter sind keine politischen Beamten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Natürlich können sie versetzt werden, ganz selbstverständlich. Das obliegt nun mal dem Oberbürgermeister und nicht dem Stadtrat. Und genau deswegen ist das so angelegt. Daher kommt unsere Skepsis, die uns dazu motiviert, diesen Anträgen nicht zuzustimmen. Dankeschön. Wird AfD das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Bürgerfraktion, Herr Dr. Bösel, verzichtet. CDU, Herr Dr. Bauns, verzichtet. Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es geht hier eben nicht um Details, wie mein Vorredner meinte. Und es geht auch nicht darum, irgendwie irgendwelche Details innerhalb der Verwaltung zu regeln, sondern die sächsische Gemeindeordnung und die Hauptsatzung haben eine ganz klare Aufgabenabgrenzung vorgenommen zwischen dem Stadtrat als Hauptorgan einerseits und dem Oberbürgermeister andererseits. Nach § 7 Absatz 4 Buchstabe b entscheidet der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister über die Einstellung, Ernennung, Höhergruppierung und Entlassung von Amtsleiterinnen und Amtsleitern. Es wird regelmäßig dazu ein aufwendiges Besetzungsverfahren durchgeführt. Es geht eine Ausschreibung voran, es werden dann die Besten ausgewählt und dann gibt es eine Entscheidung darüber. Und jetzt muss man sich vor Augen führen, wenn der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister einen bestimmten Bewerber oder eine bestimmte Bewerberin für ein ganz konkretes Amt für geeignet hält, heißt das doch noch lange nicht, dass diese konkrete Person genauso gut geeignet für ein anderes Amt ist. Das ist der Punkt. Wenn wir uns das beispielsweise anschauen, man kann ja beispielsweise viel an Herrn Köttnitz kritisieren, aber er war sicher ein geeigneter Amtsleiter des Straßen- und Tiefbauamtes und hatte fachlich die Dinge im Griff. Man darf aber Zweifel haben, ob er geeignet ist, beispielsweise das Schulamt zu führen. Die darf man haben. Und wenn ich mir so die Leistungen des Amtsleiters für Wirtschaftsförderung anschaue, dann darf man berechtigte Zweifel daran haben, ob er der richtige Mann ist, das Straßen- und Tiefbauamt zu leiten. Und ich finde, es dürfen hier nicht die Amtsleiter wie Schachfiguren wild hin und her geschoben werden. Nein, das ist nämlich nicht im Interesse der Stadt. Und wir müssen eben berücksichtigen, dass es hier genau dieses Spannungsfeld gibt. Wenn der Stadtrat über die Einstellung von Amtsleitern entscheidet und den Bewerber A für das Amt A gut befindet, dann heißt das eben nicht, dass er Bewerber A auch für Amt C, D oder F gut findet. Das heißt es gerade nicht. Und deshalb ist angesichts dessen, was wir in den vergangenen Monaten erleben mussten, mit Amtsleiterrochaden, was wir erleben mussten,
dass Personen wie Schachfiguren hin und her geschoben werden mussten. Ist dieser Antrag richtig, um entsprechend auch die Rechte des Stadtrates künftig zu wahren und gegen Übergriffigkeiten durch den Oberbürgermeister zu verteidigen? Und deshalb werden wir diesem Antrag auch zustimmen. Vielen Dank. Damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Weitere Redner sehe ich erstmal nicht. Zunächst erstmal nochmal einen Satz von mir vorneweg. Es reicht ein kleiner Blick in die Gemeindeordnung, um zu wissen, was ist rechtens und was ist nicht rechtens. Auch es gibt keine Garantie, auch ein umfängliches Auswahlverfahren, dass ich dann trotzdem einen guten Bewerber habe, der sich dann auch in der Tätigkeit bewährt. Das wird dann immer die Tätigkeit zeigen. Und es kann auch sinnfällig sein, dass es personelle Wechsel von A nach B gibt. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man sich immer lebenslanges Lernen sagt, auch weiterentwickeln man muss. Und das ist als Behördenleiter, die der Oberbürgermeister darstellt, auch das Recht und auch die Notwendigkeit, die er handeln muss. Aber ich würde auch bitten, Herrn Dr. Lames noch mal rechtlich Stellung zu nehmen zu dem Antrag. Dann können wir in die Abstimmung eintreten. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Meine Damen und Herren, wir haben im Zweifel keine Probleme in der rechtlichen Bejahung dieser Vorschläge, soweit sie auf Informationspflichten verstärkte Informationen in diesen Bereichen gerichtet sind. Hingegen gibt es eine durchaus komplizierte Abgrenzung zwischen der Organisationshoheit des Oberbürgermeisters und der Entscheidungsbefugnis des Stadtrates. Wir haben Regelungen in der Gemeindeordnung und in der Hauptsatzung, die gerade nicht solche Umbesetzungsthemen für stadtratspflichtig erklären, sondern die Umbesetzung eben nicht regeln und damit der Organisationshoheit des Oberbürgermeisters zuweisen. Und der zweite Punkt, den wir hier zu beachten haben, ist bei der Frage der Befristung von kommissarischen Besetzungen, dass in dem Fall einer Vakanz der Oberbürgermeister in der Pflicht sein kann und häufig auch sein wird, eine kommissarische Besetzung zu gewährleisten. Und wie lange die zu gewährleisten ist, obliegt nicht der Willkür des Stadtrates, sondern der Dauer der Vakanz, die hier vorliegt. Und insofern ist das wohl auch ein ungeeigneter Punkt hier für eine Machtauseinandersetzung. Wir werden uns dann im Detail damit zu beschäftigen haben. Und bisher ist innerhalb der Verwaltung ein Widerspruch aus rechtlichen Gründen gegen Teile dieses Beschlusses nicht ausgeschlossen. Soweit dazu. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Bäuerle, bitte. Ich beantrage die punktweise Abstimmung, vor allem in der Unterpunkte in Punkt 1. Punktweise Abstimmung ist beantragt, inklusive Unterpunkte in 1. Gut. Weitere sehe ich jetzt nicht. Dann kommen wir zur... Bitte, Herr Engelmeier. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde die Zeit auch nicht ganz ausnutzen, möchte aber doch noch zwei, drei Dinge dazu sagen. Wir haben auf der einen Seite wirklich die inhaltliche Ebene, sozusagen, ob diese kommissarischen Besetzungen gerade inhaltlich der Stadt nützen oder nicht nützen. Ich habe da auch meine Zweifel, dass es sinnvoll ist, zwei Ämter von einer Person zum Beispiel führen zu lassen oder kurz vielleicht sozusagen auch vor dem verdienten Ruhestand nochmal eben vor die Herausforderung zu stellen, sich auch komplett in neue Materien einzuarbeiten. Ob das der Sache dienlich ist, da darf man eben Zweifel haben. Jetzt wurde auch die Regelung der Gemeindeordnung angeführt, dass eben Abberufung, Einsetzungsverfahren etc. im Einvernehmen mit dem Obermeister getroffen werden. Man muss sich doch einfach vor Augen führen, dass kommissarische Besetzungen, die genau dazu dienen, solche neue Besetzungsverfahren eben nicht durchzuführen, genau diese Rechte des Stadtrates doch
faktisch und inhaltlich untergraben. Also, wenn man es einfach als Fiktion weiterführt, dann ist es doch, wenn man diese rechtliche Position für völlig legitim halten würde, dann wäre es doch möglich, dass solange es überhaupt irgendeinen Amtsleiter gibt, man den kommissarisch über alle Ämter schreibt, wo gerade mal irgendwer in den Ruhestand getreten ist oder nicht. Das heißt, man könnte diese Position so ad absurdum führen, dass der Stadtrat nie über eine Neubesetzung entscheiden muss, solange es noch überhaupt Amtsleiter gibt. Und das kann einfach sozusagen keinen Bestand haben. Und insofern bitte ich da auch sozusagen die Verwaltung eben nicht, lange rechtliche Streitigkeiten hervorzurufen, sondern eben die Rechte des Stadtrates einfach mal zu achten. Und dann kann man im Einzelnen doch trotzdem sozusagen eben zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen Stadtrat und Verwaltung kommen, was die Neubesetzung in bestimmten Ämtern angeht. Dann ist der Wettbewerb um die besten Köpfe tatsächlich eröffnet. Und das wollen wir mit diesem Antrag. Deswegen werden wir ihn auch unterstützen. Also gestatten Sie mir mal an dieser Stelle nochmal sehr deutlich zu werden. Es geht hier überhaupt nie um die Rechte des Stadtrates in irgendeiner Form einzuschränken, was die Besetzung von Amtsleiterpositionen angeht. Sie gibt es sehr wohl, und da bin ich sehr immer dafür gewesen, eine breite Mitnahme von Besetzungen mit dem Stadtrat vorzunehmen. Und Sie werden sich regelmäßig daran erinnern können, dass ich in allen Verfahren Kommission eingerichtet habe aus Vertretern jeder Fraktion, weil mir das wichtig ist, dass eine Breite des Rates bei solchen Besetzungen mitgenommen wird. Das werden wir auch weiterhin selbstverständlich so handhaben. Es ist aber auch das Recht, und das steht in der Gemeindeordnung, und das ist auch ausgeurteilt worden, schon mehr als genug, und habe mich natürlich vergewissert auch bei der Landesdirektion, das Umbesetzungsrecht des Oberbürgermeisters, vergütungsgleich, hat er sehr wohl. Und es gibt häufig auch Gründe, die dafür sprechen können. Wir wollen eine Verwaltung sein. Und da haben Sie ja auch wesentliche Beschlüsse mit dem Haushaltsplan auf den Weg gebracht, die in der moderne, bürgerorientierte Verwaltung ist, die eng miteinander über die einzelnen Grenzen hinweg des Amtsbereiches zusammenarbeitet, die ergebnisorientierte Lösungen erzeugt. Und dazu gehören auch, dass es Fluktuationen, Wechsel zwischen den einzelnen Verwaltungseinheiten geben kann, wenn es sinnfällig ist. Und der Oberbürgermeister ist nicht nur politischer Repräsentant, er ist auch Chef dieser Verwaltung und muss auch gucken, dass dieses Haus ordnungsgemäß gesteuert wird. Darauf hat die Gemeindeordnung ist auch eingegangen. Und dies sind auch die Rechte, und die werden wir natürlich genau rechtlich prüfen, wenn Sie was anderes beschließen, was dem widerspricht. Und dann wird der Oberbürgermeister widersprechen müssen. Darauf haben wir hingewiesen, und ich kann es Ihnen immer wieder nur in das Stammbuch schreiben, miteinander in der Zusammenarbeit. So, dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst einen Änderungsantrag der CDU im Punkt 1 D, eine Streichung des letzten Halbsatzes vorzunehmen. Wer dem stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 19 Nein, 2 Enthaltungen wäre damit so angenommen. Wir gehen jetzt in die punktweise Schlussabstimmung des federführenden Ausschussberichtes rein. Er weise darauf hin, in A und in B, es steht hier als Datum noch Ende Mai 2019, da müssten wir mindestens dann redaktionell Ende Juni 2019 für die Beschlussausfertigung machen, sonst ist das auch faktisch nicht schaffbar. Wer dem Punkt 1a seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
63 Ja, mit 2 Nein, 3 Enthaltungen. Wer dem Punkt B zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe.58 Ja-Stimmen, 1 Nein, 8 Enthaltungen, so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 1c. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Neunundfünfzig Ja, keine Nein und 9 Enthaltungen. Wir kommen zum geänderten Punkt D. Wer dem geänderten Punkt 1d zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. sechsundfünfzig Ja, keine Nein, 12 Enthaltungen. Und dann, last but not least, kommen wir zur Abstimmung über den Punkt 2. fünfundfünfzig Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit wäre das beschlossen und wir hätten den Punkt 7.1 beendet. Wie gesagt, wir werden ihn nochmal rechtlich würdigen, inwieweit er sauber auch so festgehalten worden ist.